Servus, ihr Gurkenliebe, und willkommen zu einer weiteren Review. Diesmal geht es um den brasilianischen Five-Star-Skiller in der Verteidigung. Und wieder mal der einzige, Márcio Azevedo. Und ja, er war in FIFA 12 schon mit einer meiner Lieblingsspieler. Also ich habe ihn echt vergöttert, fast in jedem meiner Squads gehabt. Und ja, bei FIFA 13 war ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil sich das Spielgeschehen so ein bisschen verändert hat, aber ich konnte ihn jetzt endlich testen und er hat mich sehr positiv überrascht. Also fangen wir mit seinem Verteidigen an. Er setzt sich sehr, sehr gut durch. Er ist sehr schnell auf seinen, bei seinen Ingame-Stats steht 92 Sprint Speed. Und jo, das stimmt, das kann man auf jeden Fall zustimmen. Er hat angeblich eine etwas niedrige Beschleunigung, das sehe ich aber anders. Er kommt sehr schnell auf seine maximale Geschwindigkeit. Das ist gut für Kontern, wenn man zum Beispiel gerade in der Situation ist und flanken möchte, einfach ganz schnell durchrushen möchte. Der ist auf jeden Fall immer zur Stelle, kann ihn direkt reincrossen, er hat gute Passwerte, flanken ist gar kein Problem. Oder man möchte einfach mit seinem genialen linken Fuß abschließen, er hat einen super präzisen, harten Schuss. Perfekt für Longshots und Near-Post-Schüsse, also das funktioniert auf jeden Fall. Dribbling, er ist genial im Dribbling, also auf seiner Karte steht irgendwas mit 70 Dribbling, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Er fühlt sich so smooth an, er ist so beweglich, also er geht ganz locker an den Spielern vorbei, die Skillmoves, es macht einfach so viel Spaß. Es ist fast genauso wie in FIFA 12, es ist einfach genial mit ihm zu spielen. Passspiele sind halt, wie gesagt, überhaupt keine Probleme, auch kurze Pässe, gar kein Ding mit Azevedo, das geht locker. Von der Hand, er ist sehr schnell, er kann Spieler wie gerade eben im ersten Clip gesehen, wie Jesus Navas einholen, also ohne Probleme ist er an den kleinen Mann da rangekommen. Und ja, ich war auf jeden Fall sehr überzeugt von ihm, er kostet nur 28k auf der PS3 und das ist wirklich, finde ich, für so einen Spieler echt nicht viel. Ich würde sogar bis zu 100k gehen, also ist ein bisschen unlogisch gedacht, aber trotzdem würde ich so viel auf jeden Fall für ihn zahlen. Ja, es ist einfach, er ist wie in FIFA 12, jeder, der ihn dort gespielt hat, er mag ihn. Ich habe ihn insgesamt jetzt 9,5 von 10 Punkten gegeben. Er hat sich die auf jeden Fall redlich verdient. Wieder mal ein klasse Spieler. Ich werde ihn jetzt in mehreren Squads einbinden, auf jeden Fall top. Haut rein, Peace.